Fünf Frauen haben den belgischen Staat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Kolonialzeit in der heutigen Demokratischen Republik Kongo verklagt. Bis 1960 wurden tausende gemischtrassige Kinder, sogenannte Métis, von ihren Familien getrennt und in christlichen Waisenhäusern untergebracht. Auch war das Problem, dass wir als Kinder von Staat. Wir wurden als Kinder des Staates betrachtet. Nicht die Mutter hatte das Sorgerecht, sondern es war der Staat, der die Macht hatte. Deshalb konnten sie mit uns tun, was sie wollten. 2019 entschuldigte sich die belgische Regierung für die Entführung tausender Babys von ihren afrikanischen Müttern. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes drückte ein regierender König sein Bedauern aus. Eine Entschädigung wurde aber nicht festgesetzt. Im Namen der belgischen Regierung entschuldige ich mich bei den Métis belgischer Kolonialherkunft und ihren Familien für Ungerechtigkeit und Leid. Während des Kampfes um die Unabhängigkeit habe Belgien die Kinder im Kongo zurückgelassen. Die Frauen fordern jetzt eine Entschädigung und Zugang zu Dokumenten, die ihre Fälle betreffen. Diese Frauen wollen eigentlich nur zeigen, dass sie mehr als verletzt sind. Man kann nicht nur mit Symbolen aufwarten und dann erwarten, dass dies reichen würde. Der belgische Staat wollte gemischtrassige Verbindungen verhindern. Die Kinder sollten keine Verbindung zu Belgien haben. Sie galten als Kinder der Schande.